So, ihr Fräuleinchens und Knabens. Wir sind zurück bei. Ich habe was am Auge. Der verhexte Flaschenteufel. Die Gezeichneten sind wir hier. Das stimmt, weil das ist alles gezeichnet und sehr schön, muss man Die dazu sagen. Gezeichneten. Ja, Hallo? hallo. Ist jemand hinter der Tür? Klopft doch mal. Oh, Vergänglichkeit. Justus, was hast du in Gang gebracht? Was zur Höhle? Oh, 3 Minuten. Warte, 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 warte. Was? Vergänglichkeit. Tod. Lebensfahrt. Lebensfahrt. Anker. Das Boot. Sicherheit. Sicherheit ist, das ist der Turm. Der Leuchtturm ist die Sicherheit. Nein, der Drache. Das Boot. Das Herz, die Blume, der Schmetterling, das Messer, der Turtle, Racheschwur, der Totenschädel, die Schlange, der Drache, der Schwalbe, die schwarze Rose, der Dolch, aha, Heimat, das hier, das Herz, ah, da, das hier vielleicht. Aha, Erfahrung. Hier jetzt die Schwalbe. Datumsgrenze. Was? Datumsgrenze? Lader. Schmetterlingszeit. Das hier. Aber was weiß ich denn? Datumsgrenze am Arsch. Datumsgrenze. Heilung. Das Herz. Der hier. Die Schlange. Wegweiser. Der Schmetterling. Nein, der Leuchtturm. Was? Was soll denn sonst für ein Wegweiser sein? Ah, da, ein Kompass. Wiedergeburt. Die Schwalbe. Nein. Was ist denn die Wiedergeburt? Die Schlange. Der Drache. Also, das Hühnchen wird zu Schweinchen. Keine Ahnung, Rose. Das Herz. Woher soll ich denn das wissen? Ich kenne mich doch nicht aus. Aha, Schutz. Schutz bietet auch das. Und das. Und der Drache. Und der Turtle. Der hat einen Panzer. Leute, der hat einen Panzer. Ja, aber ich check wirklich die Symbolik nicht so gut. Leidenschaft, das Herz vielleicht. Okay, Äquator, was? Äquatortaufe. Was denn ich? Was eine Äquatortaufe ist? Boah, ja, keine Ahnung. Ja, das hatten wir schon alles mal, ne? Ja. Vielleicht müssen wir das irgendwie zusammen. Ausschlussverfahren. Schönheit. Die Blume. Okay. Michel aus der Affe. Wir sind wieder am Meer. Da hätten wir hierher segeln können. Ja, das Das wäre stimmt. ein kurzes Vergnügen gewesen. Darum hat die Karte auch nicht die ganze Insel gezeigt. Oder außen rumlaufen. Es ist verdächtig ruhig, Wo findet ihr nicht? Sind die Wir anderen sollten uns hin? beeilen und den Flaschenteufel finden, bevor ihn jemand berührt. Ja, guck mal. Ach so, wir haben noch dieses Stück Karte. Genau, hier ist die Zitadelle. Da, und dann ist hier das so ums Eck rum. Hier. Sieh mal die Friedhof. Grabsteine, Just. Die Motive der Steinmetzarbeiten sind uns schon bei den Piratenflaggen begegnet. Wollte ich das Stimmt, sagen? Bob. Fehlen nur die passenden Namen. Oh Gott. Das war zum Glück alles vor Pedro Condes Zeit. Das war zum Glück alles vor. Okay, wir brauchen die passenden Namen dazu. Eine gruselige Gruft. Wenn uns ein Zombie-Pirat hört, möge er uns öffnen oder für immer schweigen. Na, das ist dann wohl. Warte mal, wieso ist denn hier echt diese. Die Spieluhr von Mrs. Snow. Entweder ist sie hinter der Tür gefangen oder der vermaledeite Pesco lockt uns mit einem Köder. Ich glaube auch. Wieso ist denn das hier nicht Vollbild überhaupt? Was ist denn das hier für ein Kack? Warte mal. So. Also der Pesco ist da irgendwie drinne.
Und wir haben 1 von 12 Brettern. Aha. Und irgendwo geht ein Alarm los. Und er ist wohl da drin, denke ich mal, ne? Das Beiboot, mit dem Mrs. Snow unterwegs war. Stimmt, genau, die Snow. Hat sie den Flaschenteufel nicht mit bloßen Händen aus der Kiste genommen. Oh, die liegt jetzt da irgendwo drin und ist halt tot wahrscheinlich. Oder ganz tot. Oder los, los! Wiederbord! Wo steckt ihr denn bloß? Das klingt ja ganz nach deiner Tante, Just. Nein, das ist Blackie, wie er Mrs. Jonas imitiert. Wirklich? In der Tat, Kollegen. Tante Mathilda habe ich Ihnen noch nie nachmachen hören. Dabei sind es Worte, die wir nicht selten zu hören bekommen. Kurzum, Blackie wird energisch. Aha. Ah, das sind die Namensschilder. Alle! Entweder will Blackie uns warnen oder er beklagt seine Gefangenschaft. Wehe, wenn ihm Pesco die Flügel gestutzt hat. Zu blöd, dass wir nicht durch ein Fenster spähen können. Warum nicht? Seht mich nicht so an. Bei einem Kartenleser muss ich passen. Es ist eine Falle, sagt er. Das Beiboot, mit dem Mrs. Snow unterwegs war. Hoffentlich hat sie den Flaschenteufel nicht mit bloßen Händen. 2 Bretter brauche ich noch. Also, was ist... Das sind wahrscheinlich die Namensschilder, ne? Jack Rackham. Okay, was? Jack Rackham. Okay, wo soll ich denn das wissen? Muss ich jetzt nachgucken in der Anfangsepisode oder was? Jack Rackham. Jack Rackham. Okay, gut, dann machen wir jetzt nebenbei Google auf, denn Google weiß alles. Jack Rackham. So, Jack. Gruselige Musik. Rack. Rackham. Rack. Rackham, Pirat. Jack Rackham, Pirat. Aha. Geboren 82 bis 1772. Also 1682 bis 1772. Okay. Blackbeard. Oh, Blackbeard. Warte mal. Blackbeard. Der Pirat, ja. Mhm. So. 1718 bis... nee. Also er ist gestorben 1718. 1680, aha. So. Thomas Tew. Thomas Tew. Aber ich habe mir die alle nicht gemerkt. Thomas Tew. Tew. Thomas Tew, 1665. Der hat dieses... Aber wir bräuchten eigentlich nur die Symbolik, ne? Das würde ja schon reichen. Das ist das hier. Warte mal, wir schauen mal Piratenflaggenübersicht. Piratenflaggen. Aber ich musste sonst nachschauen in der alten Folge. Gucken wir mal. Oh ja, es sind aber viele Piratenflaggen. So. Sind die auch hier mit Namen zugesehen? Nee, ne? Oh. Berühmte Piratenflaggen. So, schauen wir mal. Ja, ich hätte halt schon gerne dann eine Übersicht. Also dieses Internet. Also. Ah, was ist das? Jolly Roger? Ist das? Ja, ja. Die 10 gefürchtetsten Piraten der 7 Weltmeere. Wir gucken mal, ob wir da was finden. Gibt's da die... Nein. Oh, lauter... wirklich super lame, Alter. Ja, okay.
Wen haben wir da als nächstes? Edward Lowe. Edward Lowe. Ich mache das anders. Ich suche jetzt wieder nach den einzelnen Piraten. Das ist ja sonst... Ich hätte vielleicht doch die alte Folge, ne? Edward Lowe. So, Pirat. Was hat der für eine Flagge? Das ist dieser Skelettboy. Der da. So, was ist der nächste? Steed Bonnet. Steed Bonnet. So, Steed Bonnet hat diese Flagge hier. Und dann... Christopher Condent. Ah ja. Christopher Condent. So, der hat die drei Totenköpfe. Edward England. Boah, jetzt hätte ich mir alles merken müssen, ey. Wenn ich gewusst hätte, dass das mal irgendwann noch nützlich wird hier in dem Spiel, hätte ich mir das vielleicht gleich gemerkt. Aber auch nur vielleicht, ne? Waren alles Briten, ne? Lauter so Iren waren das, ne? Die ganzen Iren. Alle Piraten. Aber ganz viele, die ganz auch die weiblichen Piraten, waren auch irgendwie Iren, ne? So, und 1685, da. Nicht? Edward. Der da. Edward England. Henry Avery. Okay. Henry Avery. Aber so lernt man mal ein bisschen was über Piraten hier. Das ist doch total genial, oder? Also eigentlich, also ich habe mein Piratenfachwissen hat sich schon vermultipliziert durch dieses Spiel. Das ist wirklich ganz fantastisch. So, wen könnten wir denn sein? Geboren 59. Haben wir gar keinen mehr. Achso, bist schon schnell gestorben. Henry Avery, was gibt's da für eine Flagge? So, Plymouth ist er geboren, 1659. Henry. Ah, die sagen 52. Aha, okay. Auch interessant. John Kelch. Kelch. John Kelch. Wie schreibt man den? So. Na gut, wir haben mal. Können ja testen. John Kelch. Wir haben ja mittlerweile schon. Christopher Moody. Der Moody war das. Mary Read. Genau, Mary Read. Das ist die da. Und das ist dann dies mit ihrer Freundin. Oh Mann. Das ist auch so eine britische Piratin. Und die hatte so eine Piratenkumpanin. Anne Bonny, glaube ich, oder so. Mary. Anne Bonny. Genau. Die beiden. Das waren schon so welche. So. Okay, ja gut. Dann ist hier wohl die Tür aufgegangen. Dann gucken wir mal runter. Mrs. Snow! Ah. Keine Sorge, wir befreien sie! Oieieieie. Da
Geht es Ihnen gut? Was genau ist vorgefallen? Als ich ankam, war bereits ein alter Kahn verteut. Kaum hatte ich einen Fuß an Land gesetzt, als Pascal mich mit einer Waffe bedrohte und mich in dieser Gruft einschloss. Handy, Keycard und Kiste hat er eingefordert. Die Spieluhr konnte ich vor ihm verbergen. Da Sie geknebelt waren, haben Sie versucht, an die Spieluhr zu kommen und sie aufzuklappen, sobald Sie Stimmen von Schatzsuchern hören. Und wo steckt Pascal jetzt? Ich habe nur ein Boot gezählt. Dann ist Blackie allein in der Hütte. Ich muss erst einmal zu mir kommen, aber nehmt meine Ersatzkarte. Die war Pascal egal. Damit könnt ihr die Hütte betreten. Danke, Mrs. Snow. Wir befreien unseren Blackie, dann überlegen wir, was zu tun ist. Ja, dann gucken wir mal. Stellt euch so auf, dass Blackie nicht an uns vorbeifliegt. Wenn er da frei drin ist? Genau. Da guckst du in die Röhre, was? Oh. Auf dem Kontrollmonitor. Blackie, du Armer. Gerupft wie gesprungen. Wir haben dich wieder. Das ist ja... Pascal hat ihn in Ketten gelegt. Kein Anblick, den man gerne sieht. Zum Glück können wir es Blackie wieder komfortabel machen. Wir werden ihn an Bord der Schwarzen Geier aufpäppeln. Ich glaube auch. Ja, krass. Und dann Finale nächste Folge, würde ich sagen, ne? Spannend, spannend. Bis dann. Ciao.